Ich habe gerade beruflich ein bisschen eine schlechte Phase. Herr Brenner, Sie sind nicht krankenversichert, Sie sind nicht sozialversichert, Sie haben kein Bankkonto. Das würde ich nicht als schlechte berufliche Phase bezeichnen. Sie sind ein U-Boot. Servus, Göcki. Ob ich irgendwas übersehe? Haben wir Matura-Treffen oder was? Wir haben keine Matura. Hast du ein Bier? Jetzt ist schon wieder was passiert. Ich weiß es nicht. Herr Brenner. Da haben wir halt wieder nichts zusammengebracht. Schwester, ich brauche Polizeischutz. Da wären Sie der Erste, der beim Scheißen einen Polizeischutz braucht. Es ist keine Munition drin. Stimmt. Sie, der Chef und der Köcki, waren alle gemeinsam auf der Polizeischule. Was habt ihr noch gehabt, die drei? Ein Geheimbund, ein Schützenverein. Erinnerung ist etwas sehr Wichtiges. Jeder von uns verdrängt manchmal was. Ich verdränge überhaupt nichts. Wenn da jemals irgendwas an mir gelegen ist, dann geh bitte weg. Bringen Sie den Patienten persönlich an? Wahrscheinlich nur die schweren Fälle. 17:16 Uhr, die Mutter der Zielperson betritt wieder das Haus. 17:17 Uhr, die Mutter der Zielperson wird von einem kleinen Transporter überfahren. Lass mal Geld bohren. Das ist aber jetzt eine blöde Geschichte.